Ding, ding. Und die andere Mauer? Das ist eine sehr gute Frage. Weil Strom kommt ja nicht mehr so weit. Wir können maximal da einen Laserturm hinsetzen. Dann kommt 1, 2 frei und dann hier theoretisch. Machen wir da lang. Ich glaube, es ist ein zu weit vorne. Aber die Türme müssten eigentlich so weit schießen können. Ist okay. Also weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Und Mauern alle. Baue ich noch kurz ein paar nach. So. Zu. Und dann kommen hier auch noch. Nee, hier kommen keine Türme hin. Dann können die Beißer wieder rüberbeißen. Das wäre nicht ganz so Sinn des Ganzen. Oh, Radarschüssel. Haben wir irgendwo noch Platz für Radarschüsseln? Hier. Ding. Noch mehr Stromverbrauch. Aha, Akkus sind gleich leer. Akkus, Akkus, da. So, ich hoffe mal, das hält jetzt die Nacht über. Und es staut sich nicht so sehr, wie ich dachte, mit dem Öl. ...1,2, 1,7, 1,6, ist okay. Ah, ist fast ein Waggon voll, das ist okay. Zug, kommst du auch nochmal zurück? Oder habe ich dich jetzt nur einmal weggeschickt ohne... Ne, du bist bei Erz 2. Okay, Öl 1, Erz 1, Erz 2, Home. Von Home kommst du dann zu Öl 2. Okay, 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 okay. M. Was kann ich denn hier noch Schönes machen? Ich habe ganz viele leere Fässer, die könnte ich da reinschmeißen. Dass sich das hier weiter staut. Und wenn sich das dann irgendwann komplett staut, also hier nichts mehr hinpasst und die linke Seite hier voll ist und die Kisten voll sind, das ist, ja, die muss ich begrenzen. Warte. Selbst wenn ich sie begrenze, man kann trotzdem Sachen reinlegen. Ich weiß nicht, ob das auch für Ärmchen gilt. Das muss ich im Auge behalten. Also ich habe sie jetzt auf 4 begrenzt. Das könnte ich doch einfach testen, oder? Warte mal, ich klaue mal kurz die ganzen Fässer wieder. So, und mach das jetzt voll mit Fässern. Ja, und mach das Ärmchen dann mal kurz weg. So. Es passt jetzt noch ein Fass da rein. Und jetzt beobachten wir, ob wenn der Zug gleich kommt und das Ärmchen hier sich Fässer nimmt, ob es dann hier trotzdem Sachen reinlegen darf. Hoffentlich nicht, sonst haben wir ein Problem. Ja, ist begrenzt. Okay, sehr schön. Kriegst du auch Arm. Das heißt, jetzt staut sich das nur so lange, bis die Felder voll sind. Und wenn die Felder voll sind, heißt das, dass die ganzen Fließbänder voll sind und wir locker bis zum nächsten Mal Zugverkehr hier genau Fässer auf Vorrat haben. Okay. Bist du voll mit Öl? Nein. Ja. Und der ist wieder weg. Aber gut. Also, Öl ist gesichert. Vorerst zumindest. Jetzt machen wir eine Basis noch kaputt. Die mich da vorhin gestört hat. Die da oben, glaube ich, ist das. Und dann sollten wir eigentlich zur Heimatbasis zurückkehren und diesmal wirklich Ressourcen einsacken. Und dann könnten wir uns schon an Öl 3 ranwagen. Also an das Feld, das fast direkt neben Öl 2 liegt. Achso, und erstmal Spawner töten. Lalalalalalala. Viele Spawner töten. Jo. Und Würmer töten. Und Viecherz töten. Schild ist gleich wieder voll. Sehr gut. Dumm, dumm. Einfach durch die Mitte. Oh. Da kommt der her. Glitscht schon wieder die Karte zu.
Das ist nicht nett von euch. Wurm weg. Wurm weg. Spawner weg. Leinvieh ausmisten. Da. Spawner, Spawner. Und ja, ich weiß, ich bin teilweise ein bisschen ungeduldig. Aber ich will das halt weghaben. Das ist einfach nur noch doof. Ihr könnt mir nix. Ihr seid eine unterlegene Spezies von Kellerhasseln. Ich hab eine Schrotflinte, verdammt. Ein Exoskelett. Und Schutzschilde und einen Beagle-Fusionsreaktor und was weiß ich. Gebt einfach auf. Oh, Forschung. Ja, gleich. Oh, ja. Okay, mobiler Fusionsreaktor und Schilde bringen nichts, wenn man einfach mitten in die Geschosse reinläuft. Oh, das ist ja noch ein neuer Spawn-Dingens. Platz. Weg. Die Würmer müssen auch alle weg, sonst machen die immer zu viel Schaden bei jedem Strafing Run. So, kurz verschnaufen. Wieder rum. Und dann würde ich ganz gerne gleich die Forschung weiter antreiben. Ich glaube, ich nehme diese kleinen Killer-Roboter. Spawner sind schon alle kaputt. Das ist ja super. Oh. Das heißt, ich kann die jetzt alle töten. Und die können nicht nachspawnen. Und danach kann ich mich um Würmer kümmern. Oh, ja. Ah, ich habe ganz vergessen, den Flammenwerfer mitzunehmen. Das wollte ich auch nochmal testen. Können wir eventuell gleich machen. Lalalalalalalala. Kann ich unterwegs diese kleinen Roboter bauen? Distractor-Kapsel. Ah, komm schon. Wo wir gerade hier sind. Weg mit dir. Nicht, dass du auch bald wieder eine große Basis bist. Und da ist gleich die nächste. Das ist doof. Da. Ja, die beiden müssten... Das müsste alles hier weg. Alles dort töten. Und so. Zack. Will mal weg. Weg. So, gib her das Zeug. Weg mit dir. Ich werde keine roten Punkte mehr auf der Karte haben. Okay. Mann, schon wieder 10 Minuten meines Lebens nur mit C-Taste drücken verbracht. Wir gehen jetzt zurück zur Basis und sacken da hoffentlich neue Batterien ein. Für Lasertürme. So, derweil gucke ich auch nochmal bei der Forschung. Combat Robot Damage. Ja, her damit. Ich will, dass mein Zeug mehr Schaden macht. Also die Dinger da. Hier ist ein Ölfleck. Ne, will ich nicht. Da ist er. Achso, das ist unser Radar-Außenposten. Richtig? Richtig. Was macht die Basis hier direkt davor? Ich glaube, die mögen keine Radar-Außenposten.
Komm, zwei Türme. Schießt. Schießen sogar. Aber tierisch langsam, weil, au. Habe ich jetzt zerschossen oder sind sie nur ganz leicht angekratzt? Ganz leicht angekratzt. Also sie schießen ganz langsam, weil sie halt keinen Strom haben. Aber das ist okay. Jetzt die Würmer noch weg hier. Weg, 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 weg. Oh, Autosave. So, okay. Das war komisch. Dass sie sich direkt neben der Radarstation festgesetzt haben, aber es nicht angegriffen haben. Die haben bestimmt gerade einen Angriff geplant oder so. Garstigen Küchenschaben. Na, können wir den Zug reinholen? Ne. Bist einfach durchgerast. Das war, glaube ich, so nicht geplant. Okay. Hier. Soweit alles okay. Nicht viel Öl, aber ist in Ordnung. Genau, gib mir Zeug. Gib mir ganz viel Zeug. Mauern und Chips und Stahl und Eisen. Und Kupferplatten, genau. Danke. Schrotflintenmunition brauche ich ja doch ein bisschen was. 300 Schuss haben wir wieder. Oh, 300 Magazine haben wir wieder. Kohle ist bald wieder Mangelware. Oh, wie sieht's aus mit Eisen und Kupferplatten? Wir haben keine Eisenplatten mehr. Und wir haben nur noch 2800 Kupferplatten. Nicht schön. Ganz und gar nicht schön. Und wo wir jetzt doch ein wenig länger weg waren, wie viele von den Dreiermodulen haben wir gebaut? 11. Ah, das ist gar nicht mal so schlecht. Besser als ich gedacht hätte. Und ich krieg Batterien geliefert. Das ist sehr gut. Mehr Batterien, mehr Batterien. Steinmauern, alles super. Okay, wie gehen wir am besten voran? Erstmal stellen wir dich um auf... Nimm, die da. Dann stellen wir dich um auf die da. Und dann stellen wir dich um auf die da. Und du bekommst ein paar Alien-Artefakte. So. Dann bräuchten wir noch 3 Kisten. Blaue Kisten. So. 1, 2, 3. Und ihr müsst auch alle arbeiten. Zick, zick, zick. So. Du brauchst grüne Chips. Ich glaube auch sogar nur grüne Chips, oder? Ja, grüne und rote Chips. Rote Chips. So. Und den Rest stelle ich erstmal nicht ein. Baue jetzt erstmal nur so lange die Tech 1 Module, bis das Ding hier voll ist. Und dann gucken wir weiter. Weil wenn wir jetzt alles überall wieder einstellen, haben wir wieder die ganzen grünen und roten Chips in Kisten rumliegen, wo sie eigentlich gar nichts machen. Und das brauchen wir nicht. Eisen. Was ist mit unserem Eisen da oben? Warum kommt da nicht genug an? In unserer Hauptbasis. Mauer zu. Licht? Warte mal. Da, Licht. Robot Damage. 5 bauen wir die nächste Stufe von den Robotern. Ja. Licht, Licht. Ich glaube, ich kann mir denken, woran es liegt. Der Zug wird einfach zu klein sein. Der nimmt nicht genug Eisen mit. Weil es wird immer noch fleißig hier Eisen vollgeliefert, vollgestopft, alles. Wo ist der Zug gerade? RZ2. Kriegen wir ihn noch erwischt? Der sollte eigentlich kurz mal anhalten, damit ich gucken kann, was drin ist. Ah, ist voll. Nee, ist er nicht. Ein ganz kleines bisschen ist da drin. Stopp! Oh, ja, das ist leer. Okay. Du. In
Du hältst nur 5 Sekunden in Erz 1. Okay, halt mal bitte 30 Sekunden in Erz 1. Was ist Erz 2? Erz 2 ist hier. Erz 2 wird gar nicht mehr benutzt. Erz 2 ist leer. Das heißt, du musst nicht mal mehr in Erz 2 halten. Weg mit dir. Hast du das gehört? Erz 2 ist Geschichte. Das heißt, du fährst jetzt nach Erz 1. Also fährst von zu Hause aus nach Öl 1, dann nach Erz 1, dann nach Hause. Dann nach Öl 2, dann nach Hause und dann wieder nach hier oben. Weitermachen. Gut. Und hier... Ich hätte mal ganz gerne ein paar Roboports. Was fehlt dafür wieder? Ja, rote Chips. Ja, okay. Dann nehme ich die Lasertürme halt von Hand mit und hoffe, dass irgendein Alien-Spawn das Ding hier zerstört. Oder ich später Ressourcen habe, damit ich jeden Robotern sagen kann, bitte alles abbauen. So, die kommen mit. Die werden unten bei Öl 2 und 3 hingestellt. Lass mich durch. Klick, 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 klick. Ah, die sind teilweise auch beschädigt. Die werden jetzt alle unterschiedliche Slots im Inventar reinnehmen, richtig? Ja. Mist. Okay. Dann hätte ich noch gerne die Kisten wieder. Oh, das sind schöne Stahlkisten. Und der Rest ist eigentlich Wumpe. Wir haben hier noch Eisenerz. Das nehme ich mal so händisch mit. Und wir kommen eh noch ab und an wieder hierher. Das ist schon okay. Oh ja, das erklärt unter anderem auch den Eisenmangel. Wenn das Ding bei einer leeren Station eine Minute lang hält und bei der Station, wo das Eisenerz eingelagert werden soll, nur 5 Sekunden. Das ist nicht wirklich effektiv.